Deutschlandlabor. Hallo, wir sind Nina und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen. Heute geht es um das Thema Urlaub. Wir wollen wissen, wo und wie machen die Deutschen Urlaub? Urlaub würde ich auch mal gern wieder machen. Komm, wir machen das Labor ein paar Tage zu. Okay. Im Durchschnitt haben Arbeitnehmer 6 Wochen im Jahr Urlaub. Die meisten machen im Sommer 2 bis 3 Wochen Urlaub, weil die Schulkinder in dieser Zeit die längsten Ferien haben. 6 Wochen. Es gibt aber auch noch weitere Ferien im Frühjahr, Herbst und Winter. Die Hälfte der Deutschen macht einmal pro Jahr eine Urlaubsreise. Jeder 5. Deutsche ist sogar 2-mal im Jahr unterwegs. Mit dem Auto, mit der Bahn oder, wie hier, mit dem Flugzeug. Hier am Flughafen verreisen die Menschen am liebsten in Länder, in denen es warm ist. Ja, sie wollen sich erholen. Und auch was erleben. Neue Städte entdecken, neue Kulturen entdecken. Und Sport machen. Wohin ging denn bisher Ihr schönster Urlaub? Nach Portugal. Jamaika. Und was meinen Sie, wo machen die Deutschen generell am liebsten Urlaub? Spanien. Mallorca? Spanien. Laut Statistik sind die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen auf Platz 3 Italien. Auf Platz 2 Spanien. Und die absolute Nummer 1? Deutschland. Wo kann man in Deutschland gut Urlaub machen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Nina und David haben sich für Urlaub in den Bergen entschieden. Garmisch-Partenkirchen liegt in den Alpen und ist ideal für einen Aktivurlaub. Man kann sich hier aber auch gut ohne Sport erholen. Wie viele Leute kommen denn hier nach Garmisch-Partenkirchen zum Urlaub machen? Zu uns kommen jedes Jahr ungefähr 420.000 Menschen, die bei uns übernachten, und ungefähr 4,2 Millionen Tagesbesucher. Und wie viele Deutsche sind das? Also wir haben 70% Gäste aus Deutschland. Was glauben Sie, warum kommen die Menschen so gerne hierher? Ja, Garmisch-Partenkirchen ist ein Ort, der so viel zu bieten hat. Kultur, Natur, Deutschlands höchsten Berg. Und wo Berge sind, kann man im Winter sehr gut Sport machen. Können Sie uns 3 Sachen nennen, die Sie gerne im Urlaub machen? Skifahren, relaxen, ausschlafen. Draußen an der Natur sein, lange schlafen und viel essen. Das Wetter genießen, entspannen. Skifahren, Schlittenfahren, wandern im Sonnenschein. Genau das Gleiche machen Nina und David jetzt auch. Wandern in einer schönen Bergumgebung. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten für einen Aktivurlaub. Hier kann man Skifahren, rodeln, Schlittschuhlaufen, langlaufen, schwimmen, wandern oder. Im Fernsehen ist Biathlon in Deutschland seit einigen Jahren der populärste Wintersport. Das probieren die beiden jetzt einmal aus. Bernhard, wie funktioniert denn Biathlon? Biathlon besteht ganz einfach aus Langlaufen und Schießen. Diese 2 Sportarten, die kombinieren wir. Zuerst muss man mit den Ski eine Strecke laufen, dann schießt man auf Scheiben und läuft wieder weiter. Das Ziel? So schnell wie möglich laufen und so konzentriert wie möglich schießen. Super, Treffer. Wer daneben schießt, muss pro Fehler eine Extrarunde laufen. Ja, Nina, letzter Schuss, leider ein Fehler. Eine Strafrunde. Ja, laufen, ne? So viel Sport macht hungrig. Nina und David setzen sich in die Sonne und essen eine Kleinigkeit. Dankeschön. Laugenstange, Weißwurst, Käse und Wurst. Ist alles da. Das war ein schöner Kurzurlaub. Die Natur und das Essen fand ich super. Und Biathlon hat wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber nächstes Mal fahre ich an die Ostsee und entspanne ein paar Tage. Oh. Mir ist das zu langweilig. Ich fahre wieder in die Berge. Mountainbike fahren und klettern finde ich cooler.